Jo Leute, was geht ab? Immer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, Leute. Wir testen heute mal mein IQ, ja, mit der Überschrift IQ-Test für Dumme, alles klar. Ich habe das bei einem anderen YouTuber gesehen und dachte mir, mein IQ will ich jetzt auch mal wissen. Ich denke mal, das wird nicht allzu hoch sein, aber wir checken heute mal diesen Test. Und Leute, ich muss euch mal ganz kurz mein altes Headset zeigen. Mir ist nämlich beim vorletzten Video mein Headset gefragt. Rocket hat mir Gott sei Dank schon ein neues geschickt. So sah mein altes Headset aus, lässt sich auf jeden Fall leben. Leute, wenn ich es anziehen wollte, musste ich dieses Teil, diese Schiene hier oben reinmachen. Hätte ich es aber so angezogen, wird es da oben total wehtun. Deshalb hat ein Headset ja ein Polster. Und das Polster habe ich mir dann immer draufgelegt. Da muss man das zusammendrücken und sich anziehen. Weil wenn man es loslässt, bam, ist direkt wieder alles freckt. Und ja, so sah mein Headset aus. Geil, oder? Warum erzähle ich das? Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich echt froh, ein neues Headset zu haben. Danke nochmal an Rocket dafür. Es ist auch kein Placement oder so. Ich weiß, Geld ist Geld. Aber Leute, scheißegal. Wir widmen uns jetzt mal dem IQ-Test für Dumme, aka dem IQ-Test. Was heißt für Dumme, Alter? Ich bin nicht dumm. Frage 1. Wie viele Beine hat ein dreiköpfiger Hund? Leute, wollt ihr mich verarschen? Natürlich 4. Nur weil er mehr Köpfe hat, hat er auch nicht mehr Beine. Mich kann man nicht fecken. Nein. Frage 2. Angenommen, 1 plus 1 sind 2. 2 plus 2 sind 2. 3 plus 3 ist 3. Wie viel ist 4 plus 4? Sie denken jetzt, ich klicke 4 an, aber 4 plus 4 ist 8. Scheißegal, ob 1 plus 1 gleich 1 ist. Also, ich hoffe es mal. Würde das Stein-Schere-Papierspiel funktionieren, wenn es noch einen Brunnen gäbe? Ja, ja, aber nur, wenn der Feuer, Regen, Gras und Aktenvernichter gibt. Ja, wahrscheinlich. Nein, dann geht der ganze Kreis auf durcheinander. Und ich glaube einfach ja, weil es funktioniert natürlich schon. Ich habe selber früher mal damit gespielt und ja. Frage 4. Du stehst vor einem Löwen. Er knurrt, brüllt und bellt, stäubt das Fell und hat großen Hunger. Was solltest du tun? Abhauen! Streicheln, jo, wahrscheinlich streicheln. Bellen, Löwen. Ohne Scheiß, abhauen ist auf jeden Fall richtig dumm. Wenn man vor so einem Tier steht und einfach wegläuft, stirbst du eh sowieso. Streicheln ist so ungefähr das Allerdümmste, was du machen kannst. Ich meine, wenn dir vor dir so ein Hells Angel Typ mit einer Waffe steht und dich abknallen will, dann streichelst du den ja auch nicht, oder? Also würde ich sagen, bellen, Löwen, aber ich glaube nicht, dass Löwen bellen, oder? Die schreien, ach, keine Ahnung, aber die bellen nicht. Frage Nummer 5. Mein Handy hat geblinkt. Setz sofort 10, 15, 20, 25, 30. Scheiße, darin war ich nie gut. Ja, und das können dann die auswählen, die in Mathe nicht so ganz das Ass waren. Eigentlich müsste ich es dann auswählen, aber ich weiß, es ist 30. Hoffe ich mal auf jeden Fall. Frage 6. Wenn Katzen bellen, Hunde miauen und Schweine piepsen, was würden die Mäuse tun? Boah, Leute, IQ lässt grüßen. Also ich schätze mal, weil Katzen zuerst stand und miauen beim zweiten ist. Wird bei Schweine, die müssen eigentlich grunzen, also wird Schweine auch eins weiter stehen. Also schätze ich mal, es ist grunzen, Leute. Aber ob das stimmt, keine Ahnung. Frage Nummer 7. Familie Meier hat sich einen Computer für 3000 Euro gekauft. Der Verkäufer rückt ihn aber schon für 2000 raus. Dann muss er ein verdammt netter Verkäufer sein. Würde ihn für 100, nee, für 1000 hergeben, wenn er 2000 kostet. Dann. Was für dann, Alter? Wir machen mal dann. Ich mag dann, weil dann einfach dann, halt der Maul. Frage Nummer 8, Leute. Schwarz-Weiß, kalt-heiß, das sind Albträume, Gegenteile oder Kreuzreime? Gegenteile oder nicht? Leute, ich werde dich verkackt in den IQ-Test so hart. Frage 9, glaubst du, dass du ein Idiot bist? Ja, auf jeden Fall, Mann. Frage 10, würdest du gerne ein Idiot sein? Ja, vielleicht. Wie spricht man Idiot? Junge, was ist das für Fragen, Alter? Idiot. 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 Frage 12, hast du was mit Idioten zu tun? Ja, und zwar unnormal, Leute. Revi, jeder, fast jeder YouTuber ist einfach der größte Spaß, Digga. Frage 13, 1, 2, 3, 4, 5. Was ist das für eine Frage? Ja, 2. Was hältst du von diesem Test? Was soll man davon halten? Naja, also ich find's gut. Ja, was soll man denn davon halten, hä? Warum machst du diesen Test? Weil ich vielleicht ein Idiot bin? Nur so? Um es mal gemacht zu haben, sonstiger Grund. Ich würde einfach mal sagen, um es mal gemacht zu haben, weil es würde mich echt mal interessieren, ob ich jetzt einer bin oder nicht. Und jetzt kommt die Auswertung. Geht doch, ganz so dumm bist du ja nicht. Durchschnittstyp, was macht das schon? Immerhin kein Idiot!
Leute, damit steht fest, ihr guckt bei mir auf jeden Fall immer idiotenfreien Content, weil ein Idiot bin ich ja nicht, ja. Würde man sagen, das Quiz war unnormal scheiße. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch trotzdem gefallen hat, Leute. Und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen to the air da. Und dann würde ich sagen, warum gucke ich eigentlich nach oben, da ist eine Decke und kein Himmel, aber... Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut rein und tschüss. Halt der Maul, ja.